Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Aufgebraucht und ich habe eine ganze Kiste voll Kram gesammelt und ich würde sagen, wir starten direkt los. Viel Spaß beim Video. Ich zeige euch heute mal alles wild durcheinander, habe mir keine Kategorien gemacht, sondern es ist alles noch in der Box. Dann ist immer mal wieder von den Bereichen Haushalt und Lebensmittel und so weiter was dabei. Und wir starten mit einem Weichspüler. Und zwar ist das hier der Weichspüler von Lenore Morning Dew. Das ist der blaue. Der roch sehr gut und den werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Sehr frisch und hat sehr lange auch gerochen. Und ist auch irgendwie schön. Ich weiß nicht, ich fand die blaue Flasche irgendwie mal schön, nicht immer nur lila. Ich kaufe ja sonst immer nur pink und lilane Sachen und fand ich sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich hier als nächstes aufgebraucht, das waren diesmal die von Aldi, glaube ich, von Folia, 20 Allzweck Gefrierbeutel. Und zwar seht ihr das hier schön, das sind die mit dem Zipper oben dran. Ein Liter hat reingepasst und ja, die benutze ich immer wieder gern. Habe die meistens vom DM, aber ja, wie ihr seht, beim Aldi gab es die auch und ja, deswegen habe ich die gleich mitgenommen. Beziehungsweise, ja, jetzt aufgebraucht. Dann habe ich hier ein Deo, und zwar ist das von Nivea, das Fresh Summer, mit 0% Aluminium, bla bla bla, 48 Stunden, genau, das ist dieses hier. Das war gut für den Sommer, ich bin sehr froh, dass ich mein Lieblingsdeo wieder habe, jetzt für den Winter. Es war nicht mein Liebling hier, also ich habe im Sommer noch ein anderes Deo benutzt, was ich wirklich lieber mochte. Da muss ich sagen, ja, fand ich den Geruch irgendwie nicht so hundertprozentig, aber war natürlich trotzdem gut. Nivea Deos sind natürlich immer gut, von daher, ja, kann man machen, wenn man auf den Duft steht, dauerhaft. Oder man wechselt halt oft zwischen den Deos, das geht natürlich auch. Dann habe ich hier, ich muss mal kurz überlegen, welcher das ist, genau, ein Teil von Airwick, und zwar ist das ein Duftöl-Flakon-Nachfüller. Das ist für diese Teile, die man so für die Steckdose hat. So kleine Steckdosenteile und dann sind das so kleine Fläschchen, die man da reinsteckt. Und zwar ist das die Duftrichtung Seide und Lilienfrische. So pink ist die Verpackung dann. Genau. Habe ich gerade noch in Benutzung, aber ich habe gedacht, ich zeige euch das Teil mal. Riecht super gut, finde ich echt toll. Habe ich in der Küche und ich habe das auf der zweitkleinsten Stufe, weil für alle, die das nicht kennen, da gibt es so kleine Löcher oben in diesem Steckdosenteil. Und da gibt es, glaube ich, 5 verschiedene Löcher. Und je nachdem, ob man das kleinste oder das größte Loch oder ne, welches Loch man da frei gemacht hat, riecht es halt intensiver und doller. Und dementsprechend schneller wird natürlich auch dieses kleine Fläschchen leer. Und ich habe jetzt das zweitkleinste Loch gewählt. Das reicht für die Küche vollkommen. Ich hatte das auch schon mal in einer anderen Duftrichtung, ich weiß aber gerade nicht welche. Es roch auch sehr gut, war so ein bisschen neutraler als das jetzt, aber roch auch gut. Also das ist wirklich was ich für die Küche richtig gut finde. Gerade wenn ich irgendwelche Sachen angebraten habe, irgendwelche fettigen, ist das richtig cool, wenn es danach wieder fresh riecht. Dann habe ich ein Deo von dem Mann, und zwar auch von Nivea. Das Nivea Man Dry Impact 48 Stunden Antitranspirant. Das haben wir ja auch ständig und immer und ja, ist hier nichts Neues. Diesmal kommen wir zu Bilou, das ist von der kleinen, also von der großen, wie auch immer. Das ist von Bilou der cremige Duschschaum Cherry Blossom. Bilou hat ja immer richtig schöne Verpackung, finde ich. Aber für mich ist das irgendwie alles too much. Es ist zu fruchtig, mädchenhaft, süß, nee, zu viel. Aber die kleine Maus, die findet das toll und ja, dann kriegt sie halt immer so einen Duschschaum. Wir haben hier auch noch ein Duschgel von mir. Und zwar ist das von Balea, die Schönheitsgeheimnisse. Da ist die verwöhnte Duschcreme Oriental Rose. Ja, in rosa, da sind ein paar Rosen. Genau, hat sehr gut gerochen, habe ich mir nachgekauft, ist gerade wieder in Benutzung. Kann ich nur empfehlen. Ich finde von der Verpackung her, und mit diesem Schönheitsgeheimnis und so hat das sehr viel von dem, ist das Garnier? Ich weiß es gar nicht, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine.
Die haben ja auch so eine Serie mit Shampoo und Spülung und ich finde, das hat ja alles sehr viel Ähnlichkeit miteinander. Und ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Roch sehr gut. Dann habe ich hier Lebensmittel. Und zwar von Knorr. So eine Packung. So ist besser. So eine Packung. Das ist Knorr Fixkrönung, Salatkrönung heißt es, glaube ich. Ich habe es leider hier abgerissen. Und zwar ist das die Sorte Paprikakräuter. Richtig, richtig lecker. Ich liebe das. Wir haben sonst immer nur Dillkräuter gehabt. Und jetzt seit einer Weile haben wir auch Paprikakräuter und das ist richtig gut. Das mag ich sehr gerne. Ich mache am liebsten, weil ich ein sehr langweiliger Mensch bin, dass ich mir einfach nur Gurken klein schnibbel und ja, dann diese Kräutermischung mit ein bisschen Öl und ein bisschen Wasser dazu. Oder Gurke und Eisbergsalat und dann das. Sehr viel einfallsreicher bin ich nicht, weil ich echt nicht so viel Kram mag und manchmal auch zu faul bin, um mir so viel zu schnibbeln. Aber jetzt in Zeiten von Weight Watchers werde ich das vielleicht noch mal ein bisschen intensivieren, das Ganze. Ich habe hier noch einen Weichspüler. Und zwar von Soft Lahm Traumfrisch. Das ist der lilane. Ja, den habe ich auch immer mal wieder, weil ich ihn sehr toll finde. Ich will zwischendurch immer was anderes ausprobieren, aber im Grunde komme ich immer zu dem Teil zurück, weil es echt gut ist. Dann habe ich eine Maske gemacht. Und zwar von Schebens, die Aloe Vera Maske. Da habe ich, also beide Packungen habe ich hier aufgebraucht. Das ist diese grüne. Da sind, nee, ich wollte sagen, da sind Gurken drauf. Da ist einfach eine Aloe-Pflanze drauf. Genau, die war sehr gut. War wohltuend für die Haut, muss ich sagen. Also roch auch sehr gut. Und die würde ich mir durchaus nochmal wieder kaufen. Dann habe ich hier einen Kasten. Der ist auch noch in Verwendung, aber ich dachte, ich zeige euch das mal. Das ist hier von Sagrotan, der No-Touch automatische Seifenspender, sanft zur Haut, bla bla bla. Den hat der Menne bei einer Weihnachtstombola von seiner Firma gewonnen oder sich ausgesucht. Und wir haben schon mal irgendwann so ein No-Touch-Ding gehabt, ist glaube ich irgendwo in der Schublade. Und ich war mal zu geizig, die Seifenspender nachzukaufen. Aber jetzt hat er das bekommen und er hat sich riesig gefreut. Er findet die Seife toll, die übrigens in der Geruchsrichtung Lotusblüte und Kamilleöl ist. So müsste dann die Packung irgendwie wahrscheinlich aussehen. Keine Ahnung. Genau. Ja, und jetzt benutzen wir das halt und ja. Ich befürchte, ich werde den anderen dann auch nochmal rausholen müssen und wieder in die Küche stellen, weil ich habe den in der Küche stehen gehabt, um mir da die Hände zu waschen. Eigentlich ist es ja auch ganz praktisch, muss ich sagen. War halt nur immer zu geizig, aber naja. Mal schauen. So, endlich aufgebraucht. Jetzt schon seit einer Weile. Aber ja, von Dentodent die Sensitive Zahncreme. Und ich muss euch sagen, erst dachte ich, oh, ich bin total begeistert, aber ich fand sie ganz schrecklich. Ganz schrecklich und ich werde sie mir definitiv nicht nachkaufen, weil sie für mich einfach immer einen Lakritzgeschmack in meinem Mund hinterlassen hat. Keine Ahnung warum, keine Ahnung, ob das so gehörte, ob das an mir lag oder ich weiß es nicht. Ich hatte immer einen Lakritzgeschmack im Mund und ihr müsst wissen, ich liebe Lakritz. Ich finde es. Also ich könnte mich in Lakritz reinlegen. Auch egal in welches. Aber beim Zähneputzen, ganz im Ernst? Nein. Da möchte ich gerne frisch riechen und nicht nach Lakritz. Das ist irgendwie fehl am Platze. Deswegen hier, sorry. Gut? Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, aufgebraucht, leer gemacht, benutzt von Facelle. Ist das so eine Packung mit Slip-Einlagen gewesen? 44 Slip-Einlagen Mikro in der leichtesten Stärke. Also, das klar, was soll das hier aufhalten? Das sind einfach so eine kleinen Mini-Teile gewesen für kleine Schlübbis. Fand ich aber sehr praktisch. Habe ich sehr gerne benutzt. Wenn ich nochmal wieder beim Rossmann bin, werde ich sie mir auf jeden Fall auch nachkaufen. Also, jetzt nicht zwingend beim nächsten Besuch, aber generell. Aufgebraucht endlich von L'Oreal, von Elnette, das Deluxe Haarspray. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas steht. Nö, irgendwie so eine Special Edition, glaube ich. Keine Ahnung. So sieht es aus. Ich halte es mal ein bisschen weiter weg. Mit dem schwarzen Deckel und so. Ja. Starker Halt. Struktur und Griffigkeit steht hier. Normalerweise stehen da ja so Zahlen unten dran. Hier steht keine Zahlen, nur starker Halt. War ganz gut. Elnette riecht super gut. Also, ich muss sagen, Elnette Haarsprays halten meiner Meinung nach nicht so geil wie die von Syoss. Also, Syoss ist da echt richtig gut und Elnette leider nicht so, aber die von Elnette riechen gut. Und wenn man nur so ein bisschen Griffigkeit braucht, so ein bisschen was in den Haaren und keine super Styles damit vorhat, und man möchte, dass die Haare gut riechen, dann ist das auf jeden Fall, egal, auch egal welches von Elnette. Ich habe schon mehrere gehabt und
Ändert riecht immer richtig gut. Einige sagen, es riecht nach alter Oma. Okay, dann bin ich vielleicht deine alte Oma, aber ich finde es find's ganz toll. So, ich habe noch eine Zahnpasta. Okay, das gehört zusammen. Noch eine Zahnpasta, und zwar von Elmex, die Kinderzahnpasta. Vom... Okay. Ab dem ersten Zahn bis zum sechsten Geburtstag oder vom zweiten bis zum sechsten Geburtstag? Das könnt ihr euch aussuchen. Genau, das ist einmal alle. Kaufen wir ja immer wieder für den Kleinen. Hat jetzt auch wieder eine in Benutzung. Und wo wir gerade bei Zahnpasta sind, und damit es nicht langweilig wird, habe ich einfach noch eine Zahnpasta. Und zwar von Odolmir 3, die Extra White. Das ist ja die, die wir sonst immer benutzen, die man immer benutzt. Und die ist auch alle. Da kann ich auch eine Empfehlung für aussprechen, die ist gut. Da ist, die ist toll. Ich will nur halt auch mal immer was anderes ausprobieren. Und ja, habe aber noch nicht die ultimative Ersatzlösung gefunden. So, als nächstes habe ich wieder ein Lebensmittel. Und zwar ist es diese Tüte. Das ist von Dr. Oetker ein, so ein Eisfix, sage ich mal. Das ist so ein Pulver. Das wird angerührt mit Milch. Kann man noch was anderes nehmen? Nö. Das wird angerührt mit Milch. Und das ist Bourbon Vanille. Und in diesem Fall wurde hier halt noch ein bisschen, glaube ich, Erdbeere und Himbeere mit reingemacht. Aber ich habe, was habe ich denn benutzt? Ich glaube, kleine Schokostückchen. Genau, und dann habe ich das Vanilleeis gemacht, mir das angerührt, habe da kleine Schokostücke mit reingemacht und dann in eine Form, die ich einfrieren konnte und habe es eingefroren. Ich muss euch sagen, es war nicht so ganz meins. Also, ich bin ja ein Ben & Jerry's Liebhaber, vor allem Cookie Doo liebe ich. Und wenn man dann versucht, sich das selber zu machen, ist es schon ein bisschen traurig. An sich war es ganz cool und die, unsere Große, die hat es auch geliebt, die hat das total gerne gegessen. Aber ich glaube, man muss da einfach noch ein bisschen was verfeinern, noch ein bisschen Kram reinmachen. Vielleicht wirklich ein bisschen Obst oder so. Und dann ist es bestimmt auch ganz cool. So, dann haben wir als nächstes eine Seife. Und zwar von Balea ist das eine milde Seife Cherry Dream mit dem Duft von Pfingstrose und Kirsche. Die war ganz toll. Die habe ich bei mir, glaube ich, im... Gäste-WC gehabt? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich hatte sowas ähnliches auch nochmal in Grün. Ich weiß aber gerade nicht mehr, mit welchem Duft. Habe ich jetzt auch leider hier gerade nicht bei. Habe ich euch vielleicht schon mal gezeigt oder weggeschmissen? Kein Mensch weiß es. Auf jeden Fall hat das hier ganz gut gerochen. Und ja, bisschen verspätet in der Zahnpasta-Kollektion. Habe ich hier noch eine Zahnpasta. Es war tatsächlich, haben wir alle einmal eine Zahnpasta-Rundumerneuerung gemacht. Es ist wieder von Elmex, eine Zahnpasta. Und zwar Junior, 6 bis 12 Jahre. Die benutzt Mausi im Moment. Also, ja, hat benutzt. Jetzt hat sie gerade noch zwei verschiedene Sorten, die sie noch aufbrauchen muss. So Kinder-Zahnpasta-Sorten. Eine, glaube ich, für den Kleinen. Die war ihm aber zu scharf. Und eine, die sie sich mal ausgesucht hatte. Und die soll sie jetzt erstmal aufbrauchen. Und dann kaufen wir wieder diese Elmex. Weil die Kinder lieben die Elmex. Dann habe ich hier nochmal, ich hatte euch ja vorhin schon gezeigt, von Balea die Schönheitsgeheimnisse, habe ich hier noch eine Buddel. Und zwar Schönheitsgeheimnisse, reparierendes Shampoo, Macadamiaöl für geschädigtes Haar. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach ja, roch auch ganz gut eigentlich, konnte man machen. War aber nicht so... Ach so, entschuldigt, das war natürlich ein Duschgel und das war ein Shampoo. Das hatte tatsächlich auch noch mehr Ähnlichkeit mit dem, wie auch immer es heißt, mit dieser teuren Marke. Aber es war nicht so das Ultimative. Also ich glaube, es war auch für meinen Kopf nicht so besonders gut. Ich habe viel Schuppen bekommen und ja, das ist natürlich nicht so geil. Denn es ist auch egal, wie es riecht, wenn ihr Schuppen dadurch bekommt. Oder die Schuppen sichtbar werden oder wie auch immer, ist das nicht so geil. Ich habe hier ein Lebensmittel und da muss ich Folgendes zu sagen. Ich habe vor einer Weile mal mir von Too Good To Go, habe ich mir immer so Tüten bestellt. Oder über Too Good To Go habe ich mir Tüten bestellt, beim Marktkauf und beim Real habe ich das gemacht. Und ich, das war beim Real, genau. Beim Real habe ich hier zwei... Genau, ich habe hier zwei Produkte vom Real, die ich euch dazu einmal zeigen möchte, die ich da in meinen Tüten drin hatte. Ich hatte irgendwie die Obst- und Gemüsetüte bestellt und dann auch die aus der Kühltheke. Und das ist drin gewesen in der, von der Kühltheke. Das ist von Innocent, der Super Smoothie Energized Tropical.
So sieht er aus. Ziemlich bunt. Der hatte mich, also der hätte im Laden noch 1,80 gekostet, aber weil der dann einen Tag später oder so abgelaufen wäre, habe ich den halt in so einer großen Tüte mit diversen anderen Sachen für 3,50 Euro bekommen. Und da ist drin Ananas, Guave, Limette, Baobab und Leinsamen mit Vitamin B1, B2, B3, B6, C und E. So, hat ganz gut geschmeckt eigentlich. Würde ich mir so aber, glaube ich, nicht wieder kaufen, weil er, also wenn er nicht reduziert ist, ist finde ich den einfach zu teuer. So geil schmeckt er jetzt nicht, dass ich mir sowas ständig kaufen muss. Da bin ich eher der Typ, der sich Maracuja-Saft oder so eine ganze Buddel kauft. Und auch beim Real ergattert habe ich diese Packung. Die waren, glaube ich, beide in einem Paket. Das ist von Rougette der Grillkäse. In der Sorte Gartenkräuter. Ja, also in feiner Gartenkräutermarinade. So. Ich habe noch Paprikakräuter oder so gehabt. Das habe ich, glaube ich, verschenkt. Und ich fand es nicht so geil. Also es war okay. Aber ich muss euch sagen, wenn man... und jetzt kommt ein kleines Rezept an dieser Stelle. Wenn man einfach in ein bisschen Alufolie einen Feta-Käse legt, also erst ein bisschen Öl, Feta-Käse, und dann, wenn man mag, Tomate und ansonsten Paprika in Streifen, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Kräuter und Gewürze und noch wieder ein bisschen Öl, das Ganze dann zumacht und mit auf den Grill packt, ist es sehr viel leckerer als dieser Grillkäse hier. Es tut mir leid, also ich fand den irgendwie ein Flop. Was ich auch leider einen Flop fand, auch von Rougette, es tut mir total leid, das ist von Rougette der Ofenkäse, den hatte ich beim Marktkauf reduziert gekauft für 2,15 Euro statt 4,29 Euro. Auch Gartenkräuter, wie gesagt, das ist dieser Ofenkäse und ich liebe eigentlich den Rougette Ofenkäse, aber der hier, der hat echt schlecht geschmeckt, also den mochte ich echt überhaupt nicht, leider. So, dann habe ich noch einen Tee aufgebraucht von Teekanne, ist das der mediterrane Pfirsich, finde ich auch ganz lecker. Aber kann ich nicht immer trinken. Ich habe nochmal Paprikakräuter aufgebraucht. Dann von Dresdner Essenz so ein Badezusatz. Sommerbad hitzefrei, den hat Mausi aufgebraucht. Ich habe doch auch gebadet, dachte ich. Wer weiß, wo mein Badedings ist. Dann hatte ich von Just Spices so eine in Minutes Fixpackung. Und zwar... alles Bolo, die ist immer wieder gut, kann ich euch nur empfehlen. Einmal von der Billigmarke von, ich glaube, Lidl oder so, von Belle Bake. Genießer Creme Vanille Geschmack, die war auch ganz lecker. Das ist halt so Paradiescreme in günstig. Dann von Nivea Man das Black and White Deo von dem Mann. Auch wie immer gut, liebt er. Kann ich auch aus seiner Sicht nur empfehlen. Ich hatte von CD ein Deo, hatte ich das? Hatte Mausi das? Weiß ich gar nicht. Wasserlilie. Roch auf jeden Fall ganz gut, aber brauchen wir nicht unbedingt nochmal. Also war jetzt nicht super gut, aber so ein Mittelding, sage ich mal. Ne? Kann man machen. Und mein letztes Produkt, ich musste mich jetzt hier ein bisschen beeilen wegen dem Akku, ist von Boss Mavi. Das ist mein Parfüm. Das ist auch alle. Leider, denn es roch sehr gut. Ich hatte es mir auf Helgoland gekauft, vergünstigt. Und ja, es hat jetzt ein paar Monate gehalten und jetzt ist es leider alle. Aber der Flakon war halt auch einfach schön. Ich finde den, ja, relativ schlicht und schön. Leute, das war es. Alle meine aufgebrauchten Sachen liegen vor mir. Ich muss jetzt ein bisschen aufräumen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!